Stolz stehen die 11 Jungfacharbeiter aus den Bereichen Land- und Tierwirtschaft zum Gruppenfoto aufgereiht. Nach 3 Jahren Ausbildung haben sie ihr Zeugnis erhalten, haben ihre Prüfungen bestanden und können nun die Schulbank erst einmal hinter sich lassen. Vor allem in wirtschaftlich schwierigen und gesellschaftlich unruhigen Zeiten ist es auch für die Verantwortlichen im Landkreis schön zu sehen, dass es noch Jugendliche gibt, die nicht einfach ungelernt irgendeinen Job machen, sondern die sich einer fachlichen Ausbildung unterziehen. Der Saal im Verwaltungszentrum des Landkreises sah zur Zeugnisvergabe schon voller aus, so der allgemeine Tenor. Waren es im vergangenen Jahr immerhin 21 Auszubildende, die an dieser Stelle ihr Zeugnis erhielten, standen in diesem Jahr gerade einmal 14 Azubis auf der Liste. Dennoch sieht der Landrat die Entwicklung in der Region nicht unbedingt als schlecht an. Die ist nicht ganz schlecht, richtig. Ich habe mich heute sehr, sehr gefreut, dass wir heute die Zeugnisübergabe absolvieren konnten an unsere zukünftigen Landwirtinnen und Landwirte. Ich freue mich auch ganz sehr, dass Frauen mit unter den Absolventen mit dabei waren. Und es steht und fällt alles mit dem Boden, mit der Landwirtschaft, die wir haben, weil nur durch die Landwirtschaft ja auch unsere Nahrungsmittelversorgung einfach gesichert ist. Und da kann man nicht gründlich genug sich auch um dieses Thema kümmern und künftige Landwirtinnen und Landwirte ausbilden, damit eben unsere Bevölkerung weiterhin ordentlich mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Anfang 2024 gab es in diesem Bereich einen Aufruhr bei den Landwirten. Die Bundesregierung plante, mit einem Schlag nahezu alle Subventionen für die Landwirte zu streichen. Wie bei den bekanntermaßen niedrigen Erzeugerpreisen in Deutschland die Landwirte dann ihre Kosten bezahlen sollten, hat wahrscheinlich niemanden interessiert. Gesperrte Straßen, Bauerndemos und viel Zuspruch dafür aus der Bevölkerung waren die Folge. Glücklicherweise, so Carsten Michaelis, hat sich das nicht auf den Ausbildungsmarkt im Bereich Landwirtschaft niedergeschlagen. Nein, das hat sich nicht bemerkbar gemacht. Das Thema hat sich ja auch beruhigt. Die Landwirte waren ja mit ihren Protesten im Anfang des Jahres, im Frühjahr noch diesen Jahres, ja auch recht erfolgreich. Man hat ja gewisse Dinge auch in Berlin wieder überdacht, zurückgenommen. Und wir haben ja auch als Landwirt die Initiative damals mit unterstützt, insofern. Aber in den Ausbildungen hat das hier keine Rolle gespielt. Inwieweit das Thema in den Ausbildungsbetrieben war, das halte ich für durchaus denkbar, aber das ist ja völlig legitim. Bei den Auszubildenden dieses Prüfungsjahrganges ist der Durchschnitt mit 2,59 sogar besser als die 2,78 im vergangenen Jahr. Hervorzuheben ist, dass ein Auszubildender seine Prüfung bereits vorzeitig ablegte und eine 1,0 hinlegte. Bei denen, die im Standardzeitablauf ihre Prüfungen durchführten, kam Moritz Neubert als Bester über die Ziellinie. Herr Neubert, bestes Ergebnis, da denkt man sich so, naja, schütteln wir mal so aus der Hand, was so? Ja, also ich sag mal so, man hat schon sich die größte Mühe gegeben, was eben alles so, was so möglich war, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich relativ entspannt und reibungsfrei abgelaufen, die 3 Jahre Ausbildung. Nun wurde Winston Churchill zitiert, einmal mehr aufstehen, als man umfällt. Ist das wirklich in der Ausbildung so, wenn Sie so das Ganze sehen? Auf jeden Fall, in jeder Lebenslage, würde ich mal sagen, kann man das Sprichwort anwenden. Mit Marie Gessner und Mandy Meyer waren auch wieder 2 Frauen unter den künftigen Jungfacharbeitern. Auch in diesem Bereich kann man schon lange nicht mehr von einer Männerdomäne sprechen. Und auch die Anforderungen sind vollkommen gleich. Es ist tatsächlich nicht einfach, das möchte ich nicht bestreiten. Ja. Aber es ist wirklich sehr motivierend, wenn man immer wieder von seinem Ausbildungsbetrieb gelobt wird und einfach Unterstützung bekommt von den Leuten. Und es steht ja auch die Familie hinter einem, Freunde. Also ja, auch wenn es manchmal hart war, es war trotzdem immer schön. Und wie es ein Ausbilder einmal sagte, die Resis dieser Welt müssen schon lange nicht mehr mit dem Traktor abgeholt werden, die fahren den Traktor schon lange selbst. Die allermeisten Frauen müssen sich auch die Anerkennung der männlichen Kollegen nicht mehr erkämpfen. Also ich muss sagen, es wurde bei mir kein Unterschied gemacht zu meinem männlichen Kollegen oder irgendwie, also ich habe gar nichts gemerkt. Ich meine, klar, körperlich ist man vielleicht trotzdem manchmal ein kleines bisschen im Nachteil als Frau, aber ich denke, wenn der Wille stark genug ist, dann macht der Körper mit. Auch beim Thema einer möglichen Weiterbildung war zu erkennen, dass der Bereich Landwirtschaft hier jedem die Möglichkeiten bietet, die er oder sie sich selbst wünscht. Ich habe vor, auf jeden Fall erstmal 1-2 Jahre in der Praxis weiter tätig zu sein, auch bei mir im Ausbildungsbetrieb. Zwar in einem anderen Betriebsteil, aber trotzdem weiterhin in dem Betrieb.
und anschließend oder über die Zeit halt einfach mal drüber nachdenken, über dann Wirtschafter oder Meister, da habe ich mich jetzt noch nicht festgelegt. Ich bin schon eher der praktische Mensch, also ja, genau. Ich werde in meinem Betrieb bleiben und da bin ich sehr zufrieden. Ich bin glücklich dort mit meinen Kollegen und mit meiner Arbeit und deswegen bleibe ich eher in der Praxis. Also, wie der Landrat schon am Anfang sagte, die Situation auch in Bezug auf den oft beschriebenen Fachkräftemangel ist nicht wirklich schlecht. Es war heute, ich habe das anfangs gesagt, etwas übersichtlich, Tendenz ist aber wieder steigend. Also wir hatten ja mit 14 Auszubildenden ungefähr 11 Abschlüsse jetzt, das ist jetzt nicht sehr viel, aber es ist halt trotzdem eine gute Grundlage und noch ausbaufähig. Und wenn diese jungen Facharbeiter ihr erstes Jahr nach der Prüfung weg haben, dann stehen die nächsten hier, froh über die abgeschlossene Ausbildung.